Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute sehen wir uns einen Replay von der Lorraine 40T an. Und eigentlich ist es eine ganz lustige Geschichte, wie es dazu zu diesem Replay gekommen ist. Und scheinbar habe ich mit dem Knights End 49 damals auf der Gamescom 2016 bzw. auf der Community Fire eine Wette gemacht, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, weil bei mir ist so, mein Gedächtnis ist so, ja, eine Stunde geht's gut, danach wird es ein bisschen holprig. Und auf jeden Fall weiß er, dass ich mal gesagt habe, um ein Getränk hätte ich gewettet, dass ich es nicht, oder dass er es nicht schafft, innerhalb von 48 Stunden ein besseres Replay zu hinzubekommen als ich. Und scheinbar hat er sich das zur Aufgabe gemacht und er hat mir gleich zwei geschickt. Also war die Hürde wohl für ihn nicht allzu hoch. Deswegen schauen wir uns aber jetzt hier dieses Panzerass von der Lorraine 40T an. Bin selber sehr gespannt, wie es jetzt dazu kommt, aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht großartig das hier jetzt verschweigen, dass die Runde besser sein wird als die, die ich euch vor kurzem im Live-Gameplay gezeigt habe. Wobei, natürlich muss man sagen, meine Runde live aufgenommen, das ist nochmal viel schwieriger, weil wir kommentieren und alles drum und dran. Also würde ich mindestens bei meinem letzten Replay, was ich euch von der 40-Tonner gezeigt habe, mindestens mal ein 1000er XP drauflegen. So, dann kommen wir so in die Richtung hin, so wo es vom Skillmäßigen war. Aber jetzt hat er auf jeden Fall schon mal die ersten 864 gemacht. Der T-54 Light, der war da jetzt nicht ein großartiges Hindernis. So, und da ist jetzt auch schon einiges am Stehen. T-43. Den zweiten hat er noch blind reingesetzt. Den dritten spart er sich dann. Und jetzt kriegt er es nochmal ab. Und den letzten, der sitzt auch nochmal. Eine Sache würde mich interessieren an euch da draußen. Und zwar, kommt ihr mit dem Panzer, wenn ihr den fährt, häufig in Tier 10 Gefechte oder so wie hier 9er, 8er, 10er oder sogar Top Tier? Weil zurzeit, immer wenn ich die Lore ausführe, bin ich eigentlich, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich würde schon wirklich sagen, zu mindestens 80% und ich würde sogar fast höher gehen, aber sagen wir mal 80% Low Tier, also in 10er Gefechte. Und das finde ich doch sehr kurios. Geht das vielleicht euch auch so? Da habe ich einfach nur unfassbares Pech. So, jetzt T26 EV Super Pershing. Die ersten drei hat er schon mal gut platzieren können und macht er. Na, schade. Ich dachte, er macht hier das Quadruple voll auf den Super Pershing und nimmt ihn vielleicht sogar raus. Aber da hat er sich dann in letzter Sekunde für den IKV entschieden, der da aufgegangen ist. 3:5 liegt der Gegner gerade in Führung. Falls sich der eine oder andere fragt, wo ist denn eigentlich hier der Alcaramba, wo ist denn seine Cam? Ich will das jetzt nicht bei jedem Video machen, also man sieht mich eh schon in jedem Stream, aber in jedem Video soll es nicht sein, sondern es soll schon irgendwo was Besonderes bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, zumindest das dauerhaft beim Replay of the Week zum Beispiel einzuführen, aber eben jetzt nicht bei allem. Nicht, dass ihr euch da nur wundert. So, TKP. Die ersten zwei saßen, der dritte sitzt auch und auch der vierte wird ihn hier diesmal verwehrt, denn da wird er schon vom Komet zerstört. So, eine Granate hat er noch drin. Die will er auch noch raushauen auf den Ru und auch das klappt. Und jetzt ist er wieder im Reload. Letzte normale Granate. Danach heißt dann Premium. So, jetzt hat er so gut wie nachgeladen, jetzt geht er hier runter und mittlerweile liegt sein Team auch in Führung. Und jetzt ist eigentlich so der Moment, wo mit der Lore am meisten Spaß macht. Man hat so zum Schluss der Runde so Gegner, die alle so ein bisschen angedrümmelt sind und da kann man die dann auch teilweise richtig schön rausklippen, so richtig nochmal für Verwirrung sorgen und für Angst und Schrecken. So am Anfang würde ich sagen, sollte man die so ein bisschen zurückhalten, da passiver spielen, aber jetzt so zum Ende, da geht sie so richtig ab, da kommt sie so richtig in Schwung und kriegt so, wird so richtig spitz, sage ich schon fast. So, jetzt auch hier die letzte Granate. Jetzt in dem Fall muss er warten. Und jetzt kennt er da den Defender und geht wieder in den Reload. Aber 4800 Damage hat er schon auf der Uhr. C9, jetzt haut er ein bisschen ab, weil klar, im Reload ist man komplett schutzlos. Da braucht man nicht irgendwo den Schlagabtausch suchen. Das macht gar keinen Sinn.
So, jetzt ist er zwar offen, der Defender fährt ihm danach, aber jetzt hat er wieder den Drücker in der Hand. Wobei, Mäuschen, da sollte man schon aufpassen. Das ist jetzt nicht so das einfachste Gerät als Gegner, auch wenn er jetzt schon Premium am Start hat. Aber seitlich geht es dann schon. Wobei, jetzt muss er auf den Defender aufpassen, denn wenn er jetzt zu viel Munition in das Mäuschen steckt, ist der Defender der, der am Ende lacht. Aber jetzt kriegt er schon den ersten rein und den zweiten wahrscheinlich kann er machen. Also dementsprechend hier sein Kill. Der erste auch überhaupt. Das ist kurios, bei 5000 Damage den ersten Kill dann irgendwann mal zu machen. So, aber jetzt Mäuschen. Aber auch hier der erste drüber. Und der nächste in den Turm. Der hat aber gesessen. Mäuschen allerdings hat zurückgeschossen mit 541 Damage. Und auch jetzt wieder Reload, also das heißt wieder ein bisschen wegfahren. Das ist so die typische Spielweise. Schnell versuchen, das Magazin rauszubekommen. Vielleicht sogar mal einen Hit fressen. Aber danach schon wieder abhauen. Bloß nicht in dieser Phase, in der er jetzt ist, großartig sich behaken. Das bringt einfach nichts. Er ist jetzt hier mit seinem Leopard PTA alleine gegen Mäuschen, VK und T29. So, aber hier die beiden, die sind low. Die kann er beide mit jeweils einem Schuss rausnehmen. Der erste saß schon mal schön blind gemacht, da hat er einfach mal drauf gehalten. Das Mäuschen hat jetzt nur ihn gejagt. Dementsprechend ist das jetzt erstmal kein Problem. Er kann sich jetzt hier auf den T29 konzentrieren. Auch der, den kann er entspannt setzen, weil der hat einmal schön daneben geschossen. Damit konnte er ganz in Ruhe den ausschalten. Sein zweiter und dritter Kill. Und jetzt bleibt noch das Mäuschen. Kriegt schon hier die ersten Props von seinem Team. WZ132A schreibt, good job, Lorraine. Und definitiv macht er hier einen guten Job. Der PTA ist hier so ein bisschen verloren. Der weiß nicht so ganz so, wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht. Ist hier alles... Oh, ich drehe doch nochmal um. So, jetzt hat er nachgeladen. Und jetzt entschließt er sich, und das ist clever, jetzt nicht alleine wieder den Weg zu suchen, sondern hier zusammen mit dem Leopard PTA zu bleiben. Eventuell, dass er ihn aufmacht, dass der PTA den ersten Schuss mal auf sich zieht und danach kann er dem Mäuschen mal ein bisschen Schaden machen. Er kriegt ihn zwar nicht komplett rausgeklippt, aber er kann ihn schon mal so antrümmeln, dass er ihn den finalen Schlag versetzen kann, dann mit dem zweiten Clip. So, sie sind ja vorsichtig. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der PTA der erste, der freiwillig sich einen Schuss einfängt. PTA fährt hier Richtung Kloster hoch, wobei das ist totaler Unsinn meines Erachtens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Mäuschen da hochgefahren ist. Es wird hier wahrscheinlich einmal um den Hügel gefahren sein. Auch da oben kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Mäuschen entsteht. Macht einfach kaum Sinn, muss man einfach mal sagen. So, er ist hier wahnsinnig vorsichtig, weil klar, mit einem Schuss kann es dann halt schon auch das Ende für ihn sein. Wir haben ja vorher gesehen, Mäuschen 541 Damage und er hat halt noch 490. Also dementsprechend ist das ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und die Lorraine ist jetzt nicht für ihre Panzerung bekannt. So, jetzt hat er sie auch gefunden. Oder es gefunden. So, Mäuschen konzentriert sich jetzt aber auf PTA. Jetzt kann er hier ein bisschen Gas geben. Erster saß und der letzte sitzt auch wieder, aber jetzt hat er halt dann wieder knapp 40 Sekunden Reload und das Mäuschen geht jetzt auf den PTA. 33 Sekunden sind es noch, das ist jetzt wirklich nicht so clever, was der PTA da gemacht hat, dass er jetzt da unbedingt hier sich rankuschelt, aber in dem Fall kann er noch schön umfahren. Mäuschen dreht so schnell nicht mit. Das ist wertvolle Zeit, die er jetzt hier bekommt. So, natürlich, das Mäuschen will jetzt nur auf die Lore schauen. Weil er sagt, okay, den kriege ich noch mit einem Schuss raus, danach mache ich den PTA, aber er macht hier den Gefallen nicht
Und jetzt ist er dann nachgeladen. Das heißt, jetzt feuerfrei. Jetzt einfach oben auf den Deckel schießen. Dann klappt es auch. Der sitzt jetzt dafür sehr schön. Und jetzt sitzen alle. Und der Letzte, der muss auch noch sitzen. Und dann macht den raus. Und damit hat er 4 Kills gemacht. Aber 7317 Schaden hat er in Summe durch diesen einen Blinded. Und 1760 Basiserfahrung. Ja, ich sag, Night's End, die Wette hast du gewonnen. Wenn wir uns in Köln treffen, auf der Gamescom, dann kriegst du eine Cola von mir ausgeschenkt oder was auch immer. Ich hoffe, euch allen anderen hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.